Da bin ich. Und ich glaube, unsere Kolonie war mal wieder am Verrecken. Ja. Ich hatte gerade einen winzigen Herzinfarkt, weil ich nur zwei Leute hier oben gesehen habe. Aber das ist ja, weil er jetzt offiziell als Gefangener gilt. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich damit umgehen werde. Also ich glaube, es besteht eine gute Chance, dass wenn ich ihn release, dass er dann automatisch wieder als Kolonist gilt. Im schlimmsten Fall rennt er dann von der Map. Aber das könnte ich ja wieder gut machen, indem ich ihn dann einfach nochmal gefangen nehme und ihn dann rekrutiere. Aber das gucken wir dann. Das ist schlecht, dass wir keinen Koch haben, aber da können wir nicht viel dran ändern. Da ist mir eingefallen, ich habe mir Alex Backstory noch gar nicht richtig angeguckt. Walk on a dangerous planet with no resources. So, ich weiß auch nicht, wann es schlau wäre, ihn wieder zu releasen. Denn es kann ja immer noch gut sein, dass er immer noch dieses Alkohol Binge hat, obwohl das eigentlich scheißegal ist, weil ich das ja verbrannt habe. Na, ich lasse ihn mal noch ein bisschen heilen und dann lasse ich ihn frei. Also. Dan's spirit has broken, bla bla bla, his certainty was reduced. He's now hiding in his room. He doesn't have a fucking chance. Alcohol withdrawal, ja, nice. Ja, wie im Schnürchen hier mit dem Heil. Ja, ich lasse ihn jetzt mal frei. Mal gucken, oder geht Convert erstmal? Nee. Jetzt kann ich, glaube ich, sowieso nicht mit ihm interagieren, weil er eben so ein Event wieder hatte. Glaube ich. Oh! Ein Pferd hat sich selbst getamed, jawohl. Perfekt. Muss ich das jetzt. Ja. Ich muss das jetzt erstmal in den eingezäunten Bereich bringen. Ein Pferd ist immer verdammt gut, gerade für Karawanen und ähnliches. So, den Tieren kann man auch ein Bett geben. Weiß ich nicht, wie sinnvoll das an sich ist. So, das kleinstmögliche Gefangenenlager hier. Kann dann auch oft dazu führen, dass dann Gefangene irgendwann einfach ausrasten und die Tür einschlagen. Oder ein Prison Break in Anführungsstrichen koordinieren.
Ich kann immer noch nicht mit ihm interagieren. Ich kann aber auch nicht Convert machen. Das erschreckt mich ein wenig. Na gut, dann lasse ich ihn jetzt frei. Was auch immer das bedeutet. Oh, er macht schon. Nice. Wenn er jetzt nicht hier gleich oben auftaucht, werde ich Big Angry. Ja! Nice. Seine Mut ist aber so niedrig, dass auch dann wieder. Ah ja, weil er hat die Rolle gar nicht mehr. Die muss ich ihm jetzt eigentlich wiedergeben. Das kann man auch hier rüber machen. Ah, jetzt glaubt er am wenigsten an unsere Ideologie. Und er mit der Rolle ist dann der Einzige, der das dann bei Leuten höher machen kann wieder. Das ist schlecht. Sehr futuristisch. Okay, warum? Ja, bringt das jetzt was bei Alex mit Health? Ah ne, der ist schon fast komplett wieder geheilt. Kann er sich selbst reassuren? Nein. Das ist schlecht. Na gut. So, hat er seine Sachen behalten? Ja. Dann wäre es gut, wenn er jetzt mal anfangen würde zu kochen. Damit schon nämlich relativ viel Reis hier. Oh, der Joint ist noch erlaubt. Nee, nee, nee. Oh, soll ich die Sachen gleich verbrennen? Ah, nee, das Zeug ist zu wertvoll, um es zu verbrennen. Auf diesen einen Joint hier kommt es auch nicht an, also. Was? Oh, ne. Dann könnte ich mir eigentlich gleich ein zweites Pferd schnappen. Jetzt, wo es Alex wieder besser geht. Nehmen wir aber ein Weibchen. Kein Weibchen. Hey. Ach, das ist der. Der Terrier, okay. Weibliche Pferde. Wie heißen die Stuten? Mehr. Wir hatten ein schwarzes Pferd. Dann nehmen wir mal eine weiße Stute. Mal gucken, ob was Graues bei rauskommt. Haben wir überhaupt Kibbel oder geht das bei denen ohne? Kein Kibbel, okay. Achso, vielleicht schnappt er sich jetzt hier von irgendwo einfach Bären, die rumliegen. Das kann auch sein. Ah, er nimmt den Reis, okay, das ist gut. Nee, wer butchert? Was war Butcher nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Cooking war das. Also muss Daniel das machen. Hey? Ach so. Ich muss ihm sein Bett wiedergeben. Stupid Idiot.
So, Licht und Strom. Ja, ich wusste gar nicht, dass es auch so eine Sozialinteraktion mit Tieren gibt. Okay. Ja, das war ja easy. Wie alt ist das Ding? 17. Ja. Also im Tierreich ist denen das Alter völlig egal. Also sobald die irgendwie ein Jahr alt sind, fangen die sich an, wie verrückt zu vermehren. Zumindest bei den Tieren, die ich mal hatte. Und es waren bis jetzt meistens immer Alpakas. Achso, Schusswaffen. Hat Alex eine? Ja. Perfekt. Wie sieht es denn mit dem Gras hier aus? Ja, zwei passen, drei wird zu viel. Ich glaube, ich baue es am besten. Ah, Moment mal, waren die Batterien nicht schon lange fertig? Ja. So, wo baue ich die, ist die Frage. Im Offenen sollte man die nicht bauen, weil ich glaube, wenn es regnet, dann explodieren die einfach. Was wollte ich eigentlich hier machen? Nicht viel. Schon habe ich die ganze Planung vergessen, die ich mir gestern kurz ausgedacht habe. Ich glaube, hier wollte ich dann die Häuser weiterbauen. Und irgendwo wollte ich noch eine Kirche bauen. Die könnte ich dann, genau, ich glaube, die wollte ich hier machen. Und hier kann ich ein bisschen nach unten bauen. Und hier ist so ein Ding. Dann packe ich hier ein Gebäude hin, nur für Batterien. Und ich habe immer noch genug Stahl. Ja. Ah, Daniel kocht. Sehr gut. Ich glaube, ich baue direkt den Zaun ein bisschen weiter aus. Und um die Leichen muss ich mich kümmern. Auch Stahl hier. Wow. Ach so, genau. Und was mir auch noch eingefallen ist, dadurch, dass ich alles claime, wird, glaube ich, die Home Area hier auch ausgeweitet. Da muss ich auch gleich mal gucken. Oh ja, oh Gott, bloß nicht. Ist die Frage, ob die dann das Abbauen überhaupt da priorisieren, wenn da die. Steht dazu eigentlich irgendwas? Repair, Inconclusive. Hier in dem Icon sieht er aber eher grau aus.
So. Und nein, diese komischen Cuts waren natürlich nicht, weil ich erst googeln musste, welches von den Wörtern schwarz und weiß ist. Das wusste ich natürlich auswendig. Ach so, da muss ich ja ein neues Research-Thema auswählen. Pemmican wäre, glaube ich, ganz gut. Bierbrauen. Ja, nehmen wir Pemmican. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ich habe ja, als ich über den bösen Kommunismus geredet habe, gesagt, dass der OP ist, weil da steht Work Drive Tripled und ich ging davon aus, damit war die generelle Arbeit gemeint, aber es kann gut sein, dass damit einfach nur das hier gemeint ist, dieser temporäre Bonus, dass der dreimal so gut ist. Achso, genau, ich wollte mich um die Leichen kümmern. Hier, Yin und Yang. Also, wir wollen. Ja, das ist immer so ein bisschen blöd mit Rotten und Fresh und dann Human-like und Tiere, weil das lässt sich immer nicht gut kombinieren. Weil sonst landen die frischen Tierleichen auch hier, aber die wollen wir ja bei uns haben, damit wir sie butchern können. Dann mache ich erstmal Human und einfach nur Rotten und Fresh. Oder wir teilen das erstmal auf. Wie groß ist das? 10. Perfekt. So, und jetzt nur Tiere, aber nur Rotten. So. Das passt. Und Alex ist mit dem Gebäude fertig. Sehr gut. Aber was wollte ich hier machen? Achso, ich glaube Produktion einfach nur. Und das hier wollte ich dann in einen Kühlraum und Küche umwandeln. Das heißt, dann könnte ich Research-Dinger schon mal ein Transporter-Pot ist gecrashed, aber diesmal nicht mit Schokolade drin, sondern oh, ein Kind. Oh. Ja, ja, Paralytic Abasia. Das ist einfach nur so nach dem Motto, die können nichts, die machen nichts. Naturally after many days. Aha. Das kann man also heilen mit ganz viel Glitter World Medicine. Das wusste ich auch nicht. He is willing to contribute. Aha. Ich kann das einfach rejecten, okay. Aber er liegt dann jetzt hier schon, ja. Ein Kind mit einer Stahlkeule. Ja, was kann denn das Kind? Ah, ja. Shooting 1, aber eine okay. Weil das gefällt mir an allen Ecken und Enden nicht. Ach du Kacke. Er findet Slavery honorable. Ja, das sehen wir noch.
Also meine Optionen sind es, das einfach abzulehnen und dann würde er hier einfach tot rumliegen, nehme ich an. Oder wir nehmen es an. Also es kann gut sein, dass er dann am Ende des Quests ein offizieller Kolonist wird oder einfach nur sagt, yo, danke für eure Hilfe, ich verpiss mich. Ne, nehmen wir das halt einfach mal an. Obwohl das halt ein bisschen nervig ist, dass er ein Kind ist. Wer wäre denn gut mit Kindern hier? Social wäre das, glaube ich. Sieht man das hier irgendwo noch? Childcare? Ah ja, Leo ist der, der. Warte mal, was steht da? Relevant Skill 13, ja, und Social ist bei ihm 13. Ja, dann hat das damit zu tun. Dann ist Leo jetzt offiziell Vater? Fragezeichen. Na. Schnell aufbauen. Hier ein provisorisches Bett, das wir ihn einfach tragen können. Leotus Rescue. Kann ich ihm das aufheben lassen? Nee. Oh Mann. So, er meint, er will der Kolonie helfen, aber er hat halt eine Krankheit, bei der er absolut nichts machen kann. Und schon minus 5 hier, ja, super. Danke. Ach, und er ist. Er mag Leo minus 15 nicht. Okay, warum das denn? Oh. Wegen der Fraktion. Ach, ah, weil die Supremacists sind. Ja, oh boy. Oh. Tage dauert die Krankheit. Oh. Muss ich den jetzt ernsthaft. Nee. Nee, oder? Motor Cortex. After enough time. Naturally. Lucky early recovery. Ja, hoffen wir mal drauf. Ja, ich hätte Daniel bricht gleich wieder zusammen wegen irgendwas. Bringen denn diese Tool Cabinets etwas für Research Bench? Ich glaube nicht. Wenn man die nämlich neben so Produktionsdingern platziert, dann boosten die die so ein bisschen. Sind deswegen aber auch entsprechend teuer. Achso.
Bett. Ich finde es immer gut, wie die dann einfach automatisch aus dem Bett gejietet werden. Columnist needs rescue. Ein Flash Storm. Lightning. Massive Fires. Nee. Er hat die Kamera hier zentriert. Als ich gesagt habe, Jump. Oh, nein. Digga, was? Daniel, rette dich. Nee, nicht dahin gehen. Ey, alle machen aber Firefighting, ja? Ja, das ist gut. Oh, bitte es soll regnen, sonst... Oh. Wie groß ist denn mein Feld hier? Ja, nee, das ist nicht gut. Goddammit. No! Warum arbeitet er am Feld? Also noch habe ich etwas Hoffnung, dass wir hier relativ unbeschadet rauskommen. Etwas Hoffnung. Es könnte wirklich jeden Moment anfangen zu regnen. Oh, der Sturm ist zumindest vorbei, okay. Oh Gott, wie soll ich das denn mit drei Leuten hier eindämmen, wenn hier fünf oder sieben Feuerherde sind? Oh. Regen, come on. Ja, scheiß auf das Feuer, man muss hier unten erstmal hin. Grad hier drin, ja. Nee, nicht Cleaning Dirt, oh. Alex wird langsam so ein bisschen eingekreist hier, das, oh no. Ach, das ist doch nicht... Oh
Ja. Nee. Und natürlich alle Extreme Break Risk, weil sie können ihren Hobbys nicht nachgehen oder was auch immer. Oh Mann. Okay, vielleicht hätte ich das erstmal fertig machen sollen. Ja, mittlerweile habe ich nicht mehr so viel Hoffnung. Die Tiere rennen jetzt auch gleich alle weg. Aber dann auch genau in der Mitte unserer Kolonie fängt das an. Und kreist uns hier perfekt strategisch ein. Und unser Pferd rennt weg, ja. Oh, oh, das Kind brennt gleich. Blocken die Steine hier wenigstens ein bisschen das Feuer? Ach, meine Windturbine ist kaputt. Oh. Ja, das ist schlau, dass er jetzt dahin rennt, aber... Ich weiß nicht. No. Wo ist Daniel? Da oben, okay. Not in home area, ja. Weil wenn so ein riesiger Fels auf die Kolonie zurollen würde, würden die sich auch denken, nee, da machen wir nichts, solange der nicht auf unsere Kolonie trifft. Ja, jetzt sieht's aber gut aus. Excuse me? Er wird jetzt zum Serienmörder hier, oder was? He's going to vent his anger on your animals. No! Wo ist er? Hilfe! Damn it, Daniel! Nein, nicht schnell. Oh. Ach. Ja, also durch den Alkohol ist er halt einfach nicht sehr er selbst. Hilfe. What the fuck? Ah, weil er versucht hat, ihn zu tamen. Warum? Hä? Oder? Nee, ach, for food, okay. Weil Alex so lecker aussieht. Digga, was? Ach, jetzt habe ich den zweiten Schützen hier. Ach, Mann. Also Randy Random ist echt der Hard Mode in dem Spiel. Ja, renn durchs Feuer, genau. Nimmt er den langen Weg? Okay. Wo? Ach so, ja, logisch, hier unten. Ich das hier auch lassen. Warum schießt er nicht? Ja, sehr gut.
Oh oh. Ran. Nee, das sieht nicht gut aus. Oh oh. Kann. Leo kann auch nichts dagegen unternehmen. Jan, ihr no shit Idiot. Nee, warum aimt er da? Go! Kill ihn! Es regnet, sehe ich gerade, oh Gott. Das ist gut. Wie viel HP hat denn so ein... Das sieht nicht gut aus für Alex. Oh, okay. Oh, scheiße, auf das Feuer, leg dich lieber ins Bett. Kann ich nicht, okay. Oh, er verblutet in 8 Stunden, aber... Alles an Essen ist abgebrannt. Oh. Furchtbar. Ja, dann wollen sie sich um das Feuer kümmern, wenn es total unnötig ist. Verhungert er eigentlich? Ja. Huch, was ist das denn? Learning. Nature Running. Aha. Work Watching. Mhm. Er ist kein guter Vater. Er sollte ihn hier mal füttern. Also das hat uns jetzt hier schon wieder hart geschwächt und ich habe nicht so die Hoffnung, dass wir jetzt die nächsten Events irgendwie überleben werden. Egal, frohe Musik. So, soll ich ihn jetzt wieder befreien? Ja. Ach, es war automatisch auf Release gestellt. Ah, das ist gefährlich, okay. Ja, no shit. I have no food, but I must eat. Wenn die Wände zum Beispiel jetzt hier so aussehen, dann bedeutet das, dass die entsprechend Damage bekommen haben. Das reparieren dann Leute mit dem Construct-Skill, aber entsprechend automatisch. Hier fehlen Türen. Achso, und Strom brauchen wir demnächst. Ist los. Warum ist Leo denn hier am Rumnörgeln? Wo ist das Tier? Kann er nicht, aber er glaube ich ja. Wir können das Tier erstmal irgendwo hin
ziehen. Ich wüsste jetzt hier aber nicht wo. Na, du bringst einfach hier wieder hin. Interessant. Die haben aber auch hier nie eine Pause. Das ist. Dann geht's wieder besser. Dann kann er ja den Zaun aufbauen. Leo muss sich dann unbedingt um das Essen kümmern hier. Und irgendwann muss ich ihm seine Rolle wiedergeben, aber ich glaube, das kann ich einfach sein lassen, solange er mit dem Alkohol noch kämpft. Achso, nach so einem schlechten Event, wenn die das durchgestanden haben, dann kriegen die Katharsis. Also das war auch nur für 2 Stunden, okay. Und selbst mit plus 40 ist er hier so niedrig. Oh Mann, dann explodiert er gleich wieder. Was macht Alex eigentlich gerade? Ein Schamanenhändler, okay. Hatte ich das schon mal? Okay, okay, sagt mir jetzt so gar nichts. So, Leo geht es gut, er ist nicht verletzt, das heißt, er kann gut traden. Ah, er kümmert sich gerade um den Reis, das ist gut. Der ist aber schnell im Vergleich zu den anderen. Wo sind die denn? Hin? Achso, er ist langsam. Zack. Was verkaufen Schamanen? Oder kaufen hoffentlich kleine Menschen. Die verkaufen Bier, ey. Yes. Oh, Pemmican. Alles. Und ich kann meine Pferde direkt verkaufen. Joink. Plästil verkaufen die auch. Das ist, glaube ich, das beste Baumaterial. Ja, aber sonst, okay, gut, 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 gut. So schnell verhungern wir dann erstmal nicht. Und der nächste Quest kommt rein. Oh Mann. Ein Sacred Chief von der Lakam League. Einer seiner Freunde. Er will einfach nur in unserer Kolonie für 24 Tage bleiben. Er will aber nicht arbeiten. Super. Oh no.
Einer der Sachen ist ein Orbital Power Beam Target. Damit hatte ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, will ich jemanden bei mir für 24 Tage rumlungern haben, ohne dass er Arbeit macht? Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Kämpfen auch als Arbeit zählt. Ich glaube nicht. Es kann also sein, dass er kämpfen könnte währenddessen. Ich meine, das Kind haben wir auch schon akzeptiert. Ja, dann lassen wir ihn auch bei uns. Aber was nehme ich als Belohnung? Das hier sind zwei Upgrade-Sachen. Nee, ich nehme den Orbital Power Beam Targeter. Und den kriegt man dann auch direkt. Glaube ich. Nee, doch noch nicht. Nur der Dude ist erstmal hier. Also es fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf, aber ja, schon kämpfen ist gar nicht Teil von diesem Work-Ding. Er kann also doch kämpfen. Und er ist gut in Shooting, hat aber eine fucking Nahkampfwaffe. Wow. Ne? Missing Wood, ja, supi. So viele Arbeit hier. So, die Tiere bin ich losgeworden. Die laufen jetzt auch mit ihm mit. Das ist gut. Er macht nicht mal Firefighting, das ist So, Lukus wird bei Alex schlafen, weil ich gerne meine Ruhe habe. Dem Kind eigentlich. Ja. Ich würde aber sagen, das reicht mal wieder hier, diese Shitshow. Bye.